Ich habe mit 9 Jahren Snowboardfahren angefangen. Und der Traum vom Profi-Freestyle-Snowboarder, der ist mit jedem Jahr eigentlich größer geworden. Und ja, das ist so lange gut gegangen, bis ich 2000 dann verunfallt bin. Dann habe ich meine Beine nicht gespürt, wollte wieder aufstehen und dann war sofort, also es war wie ein Blitzquerschnitt. Als ich in der Reha war, habe ich viele Patienten gesehen, denen es richtig schlecht ging im Vergleich zu mir. Und da habe ich mir immer so gedacht, ich wünschte, ich könnte irgendwie mit dem Finger schnippen und er wird aus seinem Rollstuhl aufstehen und laufen. Ich weiß selber, was das für ein ungutes Gefühl ist, wenn man immer Angst hat, dass die Krücke wegrutscht. Und mit den kleinen Änderungen kannst du ganz normal einen Winterspaziergang machen. Warum ich fotografiere, das frage ich mich manchmal selber auch. Weil als Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderter ist Landschaftsfotografie so ziemlich das komplizierteste Hobby, das man sich raussuchen kann. Ich liebe Natur und ich liebe die Momente an so eindrücklichen Orten und für mich ist es was vom Schönsten, wenn ich dann so einen Moment einfrieren kann, für immer. Es geht um mehr Freiheit, es geht um Lebensfreude, es geht darum, aktiv in der Welt was zu verbessern für Menschen, die sowieso schon genug Barrieren haben. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man diese Barrieren ein bisschen abbauen kann, oder? Ja, und dann machst du dich an die Arbeit, Schritt für Schritt. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Allianz.